So, meine lieben Handballfans, es ist wieder soweit. Sonntag, es ist gleich 16.45 Uhr. Wir sind kurz vor Spielbeginn. Heute ist das große Mecklenburg-Derby. Unsere Mädels von Grün-Weiß-Schwerin haben hier heute zu Gast das Team aus Neubrandenburg. Und bevor ich Ihnen gleich noch mehr zum Spiel sage, begrüßen wir hier noch mal ganz kurz Anne Wahl. Heute erstes Spiel nach der Knieverletzung. Alles gut? Heute voll Dampf? Ja, noch nicht. Also ich bin noch nicht ganz fit. Also, aber ich werde mein Bestes geben, wenn ich reinkomme. Bist du vom Trainer direkt aufgestellt oder wirst du denn heute von der Bank wechseln? Nee, ich denke mal von der Bank erstmal. Ich habe jetzt erst Dienstag das erste Training gehabt und mal gucken, wie es läuft. Würdest du dir trauen, für heute einen Tipp abzugeben? Wir können mal beide auf die Tabelle gucken. Neubrandenburg hat 18 zu 20 Punkte. Die Damen hier von Grün-Weiß-Schwerin 11 zu 23. Ich meine, von der Tabellensituation sieht das ja klar und deutlich aus. Aber eure Heimspiele sind ja nichts für schwache Nerven hier. Wir sind heimstark und das Hinspiel war auch knapp. Und ich denke, dass wir das Ding heute ganz knapp gewinnen werden. Also wir bedanken uns bei Anne Wahl. Wir müssen sie jetzt wieder zum Warmmachen schicken. Und ich werde Ihnen gleich noch was zum Spiel sagen. Dankeschön, Anne. Ja, also ich habe es Ihnen ja gesagt, großes Mecklenburg-Derby. Der Verein Grün-Weiß hat sich auch noch was einfallen lassen. Man hat es geschafft, die Fans vom Schweriner Sportclub Bundesliga Volleyball herzuholen mit ihren lautstarken Trommeln. Das bedeutet nochmal kräftige Unterstützung hier in der Halle, auch genannt die Hölle. Und mehr brauchen wir nicht sagen. Wir stellen gleich in Kürze dann die Mannschaften vor, dann geht's los. Wir melden uns zur Halbzeit und dann hoffen wir, dass die Mädels von Grün-Weiß heute einen Sieg einfahren, weil es wird ernst, dann immer in der Regionalliga bleiben möchte. Bis gleich. Thank you.
Es ist 16:45 Uhr. Dörrkamp und Angotrat Grün-Weiß-Schwimmen. Und das ist die Antwort, Neubrandenburg.